Sie sehen aus wie echte Meeresbewohner, die in Glaszylindern konserviert wurden. Doch diese magischen Geschöpfe sind künstlich erschaffen. Es sind gläserne Fabelwesen für bis zu 100.000 Euro. Für den international mehrfach preisgekrönten Glaskünstler Steffen Dahm sind seine Objekte Exemplare einer imaginären Reise zurück ins 16. Jahrhundert. Damals sammelten die Reichen in Wunderkammern Rares und Kurioses. Ich mache Objekte, die nicht von dieser Welt sind. Aber Sie können sie nehmen und anfassen und Sie können sie inspizieren. Man rätselt, wenn man sie ansieht, weil es wie echte Natur aussieht. Aber irgendetwas stimmt daran nicht. Seit 30 Jahren kreiert der bestbezahlte Glasbläser Dänemarks aus einer glühenden Glasmasse filigrane Kunstwerke. Seine spezielle Technik ist über die Jahre eher zufällig entstanden. Es ist eine lange Reihe von Unfällen. Wir wollten eine silberne Schicht und manchmal klappte das nicht. Und wir bekamen diese Fehlfärbung. In diesem Fall hier ist das aber eine gute Sache. Jeden Tag entspannt der 57-Jährige am Meer. So oft wie möglich geht er tauchen und lässt sich von der Unterwasserwelt inspirieren. Es ist eine geräuschlose, fremde Welt unter der Oberfläche. Ich mag sie wirklich. Es bewegt sich und Sie können mitmachen. Das ist so interessant und völlig anders als in der Luft, wo unsere Sinne normal funktionieren. Steffen Dahm will Natur nicht abbilden, sondern naturähnliche Fantasiegebilde schaffen. Je filigraner, desto schwieriger. Diese kleinen Linien werden wir mit einem Stück Aluminium ziehen. Mit diesem kleinen Stück Aluminium können wir tatsächlich auf dem Glas zeichnen. Und sobald dies mit flüssigem, heißem Glas bedeckt ist, kochen sie und bilden sehr elegante, feine Linien. Bei einigen Arbeitsschritten unterstützt ihn seine Frau, die Glaskünstlerin Mika Karlslund. Normalerweise kreiert Steffen Dahm seine Objekte während des Glasblasens. Doch sein neues Projekt erfordert gute Planung. Die Neugestaltung des Sanitärbereichs im Ebeltofter Glasmuseum. Der Ort Ebeltoft ist die dänische Hauptstadt des Glases mit 7000 Einwohnern und 6 Glasbläsereien. Eine der weltweit größten Sammlungen zeitgenössischer Glaskunst befindet sich im Museum. Alle Objekte sind Leihgaben. Steffen Dahms Toilettenwunderkammer wird das erste gekaufte Kunstwerk sein. Kostenpunkt 75.000 Euro. Direktor Dan Mølgaard ist froh, den passenden Künstler gefunden zu haben. Die Aufgabe, aus einer Toilette so etwas wie ein Gesamtkunstwerk zu machen, würde nicht jeder interessant und bedeutungsvoll finden. Aber Steffen sagte sofort, ja, das ist eine gute Idee. Warum machen wir das nicht? Man braucht eine bestimmte Denkweise, um diese Aufgabe interessant zu finden. Es ist ein besonderes Projekt, denn mein Hauptinteresse gilt der Wunderkammer. Und das ist eine Art kleine Wunderkammer. Auch dafür fertigt Steffen Dahm seine mystischen Glaswesen, für die er in der ganzen Welt berühmt ist. Jedes Stück ist einzigartig, die Fertigung dauert mehrere Tage. Denn immer wieder muss das Glas vor dem nächsten Arbeitsschritt abkühlen. Am Ende stehen Werke, mit denen, so hofft der dänische Künstler, sich jeder seine eigene Wunderkammer erschaffen kann.